Moment, ja. Bin ich wieder. Ja, da jagen Sie mich zum Postab nach Codeo und dabei ist der Koffer hier. Ja, da ist er. Ja. Entgegen meiner Annahme lag er noch hier. Ja, mit ein bisschen mehr Ordnung hätten Sie mir eine Menge Zeit und Ärger ersparen können. Von der Taxirechnung ganz zu schweigen. Hier ist ein Brief für Sie. Ja, also wo ist denn meine Frau? Ja, sie sitzt, glaube ich, im Garten. Ja. Also du hast die Ruhe weg. Hast du neue Flüge bekommen? Das Taxi wartet mit unserem Gepäck. Hast du den Brief noch nicht gelesen? Nein, wozu? Das wird eine Nachricht von dir an mich sein. Aber hat sich ja jetzt erledigt. Was machen wir denn jetzt? Ach, dieses üble Hin und Her mit dem Schminkkoffer. Aber jetzt ist er ja wieder da. Vielleicht solltest du wirklich erst mal den Brief lesen. Lieber Uli, der Schminkkoffer ist wieder da. Was weg ist, das bin ich. Und zwar aus deinem Leben, für immer. Deine Angst vor deiner Frau ist größer als deine Liebe zu mir. Leb wohl, Evelyn. Sag mal, soll das ein Witz sein? Nö. Sehe ich aus, als wäre mir nach Witzen zumute. Evelyn, der Koffer ist wieder da. Ja. Wiedersehen. Also jetzt möchte ich wirklich mal wissen, was in dir vorgeht. Oh, Uli, genau das hätte jetzt nicht kommen dürfen. Vor ein, zwei Stunden, da habe ich mich gefragt, was wohl in dir vorgeht. Und nun will ich es gar nicht mehr wissen. Du, hör mal zu. Ich bekenne mich zu dir, ja? Ich lasse mich scheiden. Es ist alles klar zwischen uns. Nur weil ich wegen diesem blöden Schminkkoffer, den du vergessen hast und nicht ich, ein bisschen durchgedreht bin. Das sagst du einfach nun nicht mehr. Hm? Bist du nicht zusehends, die nächste Maschine zu bekommen? Nein, es muss jetzt ausgeräumt werden zwischen uns. Da gibt's nichts auszuräumen zwischen uns. Wenn du Angst hast, deine Frau könnte erfahren, dass du mit mir in Urlaub warst, dann gehörst du zu deiner Frau und nicht zu mir. Aber Evelyn, der Koffer ist wieder da. Sie erfährt es überhaupt nicht. Nein. Ja, na natürlich durch mich, in freier Entscheidung. Uli, was an dir ist frei und was an dir ist unentschieden? Es spielt keine Rolle mehr, ob ich bei dir bestanden habe. Du hast bei mir nicht bestanden. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss fragen, ob ich das Zimmer behalten kann. Aber Evelyn, das ist doch alles in höchstem Maße lächerlich. Wissen Sie inzwischen, was mit dem Zimmer ist? Ja, Sie können es bis Donnerstag behalten. Wunderbar, mein Gepäck ist im Taxi. Manuel, das Gepäck. Holen Sie das Gepäck und zahlen Sie das Taxi. Ja? Sie, Senor. Ist das unser altes Zimmer, das du jetzt hast? Nein, es ist mein neues. Ja, aber es ist die 24. Ja, mein neues Zimmer. Und ein anderes Zimmer ist nicht frei. Ja, aber das ist doch auch nicht nötig. Es ist doch das Doppelzimmer, unser Doppelzimmer. Und Sie werden doch nicht ein Doppelzimmer als Einzelzimmer vermieten, wenn Sie es auch als Doppelzimmer vermieten können. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, also, wir haben unsere Maschine verpasst, weil wir etwas vergessen hatten. Und jetzt erhebe ich Anspruch darauf, wieder in mein altes Zimmer zu dürfen, genau wie meine Frau. Was seine Frau aber keinesfalls möchte. So ist es. Danke. Sag mal, willst du mich hier blamieren oder was? Und wir haben wirklich nichts anderes frei, Moment, Herr Merz. Ihre Frau, Herr Merz. Wer? Ihre Frau. Wollen Sie gleich hier, oder? Nein, geben Sie her. Bitte. Hallo. Ja, Marianne. Ja, sicher habe ich mein Flugzeug verpasst. Nein, das weiß ich noch nicht. Ja, was, wieso denn? Was soll denn los sein? Man kann doch mal sein Flugzeug verpassen. Was? Kommen Sie gleich mit. Nein, ich rufe dich wieder an, ja? Ja, gut. Ich muss hier noch einiges klären. Ja, tschüss. So, was ist denn los? Ja, lassen Sie mich jetzt in mein altes Zimmer, oder nicht? Ja, Herr Merz, Ihr altes Zimmer ist ja vermietet, sozusagen unter veränderten Bedingungen. Persönlicher Art. Vielleicht ist ja im Park Hotel Köln was frei. Ja, wenn Sie wollen, rufe ich in anderen Hotels an. Ja, nein, ja, nein, noch nicht. Ja. Also, ich gehe jetzt mal was trinken, aber ich sage Ihnen später Bescheid. Ja? Armer Karl. Wieso das denn? So einen Denkzettel hat er längst verdient. Also, ich verstehe das ganze Durcheinander nicht. Heute früh waren die beiden doch wie ein Herz und eine Seele. Naja, und jetzt hat's gekracht. Die Stunde der Wahrheit nennt man das. Warum freust du dich eigentlich so? Das Ganze ist doch eine äußerst peinliche Situation auch für uns. Verkracht haben sie sich doch nur wegen des Schminkkoffers. Ja. Wegen was? Den hat sie hier vergessen. Ah, muss ich aber nicht verstehen, oder? Na. Dieser Merz befürchtete wohl, wir schicken ihn an die Adresse seiner Frau. Das hier ist gar nicht seine Frau.
aber Max, wie kann das seine Frau sein, wenn seine Freundin doch eben gerade erst angerufen hat? Papa, ich interessiere mich prinzipiell nicht für das Privatleben unserer Gäste. Ist das Paar von der 24 wieder zurückgekommen? Ja, aber bitte frag mich nicht, wieso. Na, das wollte ich aber eigentlich. Denn er sitzt in der Bar und fängt an, sich sinnlos zu betrinken. Oh Gott. Vielleicht kann er sich selber nur ertragen, wenn er besoffen ist. Papa, bitte keine abfälligen Bemerkungen über unsere Gäste. Gast war bis heute Morgen. Jetzt können wir ihn, wenn er sich nicht anständig benimmt, jederzeit an die frische Luft setzen. Oh, frische Luft wäre schön. Bei 38 Grad im Schatten. Sag mal, was machst du eigentlich noch hier? Müsstest du nicht bei Kuhn sein und arbeiten? Bei 38 Grad im Schatten? So, uns macht die Hitze überhaupt nichts. Und mir erst recht nicht. Viel Spaß bei der Arbeit. Von dem Jungen können wir uns ein Beispiel nehmen. Okay, buenos días. Professor Delbrück kennst du ja. Ja, wir haben uns mal kurz gesehen. Hola. Im Hotel gerade. Hallo. Un poco de vino? Nada. Leche. Gracias. Nein, auch nicht für mich. Ne? Isolde, wir sind zu dir gekommen, weil alle, auch Professor Delbrück, von deinem Durchbruch überzeugt sind als Malerin. Ich male aber nur noch so, zu meinem Vergnügen. Naja, Vergnügen wäre ja gut. Aber vielleicht reicht das nicht auf die Dauer. Ne? Was ist schon von Dauer? Professor Delbrück könnte dir vielleicht ein Stipendium verschaffen in Düsseldorf oder... Oder in Madrid an der Kunstakademie. Danke, ich bin hier sehr glücklich. Isolde, kann ich mir mal ein paar von Ihren letzten Arbeiten ansehen? Bitte. Aha. Ja, sagen Sie, damit können Sie doch nicht etwa Ihren Ziegenstall tapezieren wollen. Vielleicht kann ich dann und wann mal eins verkaufen. In Dea oder bei Gabriela. Gabriela ist wie alle auch der Meinung, dass deine neuen Bilder der Start zu einer großen Karriere sein könnten, wenn du unter fachkundiger Führung weiterarbeitest. Danke, aber ich möchte hierbleiben. Im Winter sind die Nächte kühl, Isolde. Alonso ist das gewöhnt. Du aber? Das weiß ich alles, aber... Jorge kommt heute aus Madrid zurück. Ich gehe nicht zurück zu ihm. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich bin sehr glücklich mit Alonso. Wir wollen dich nicht manipulieren, Isolde. Professor Delbrück nicht und ich auch nicht. Dass ich so male, wie ich jetzt male, das verdanke ich Alonso. Er gibt mir Geborgenheit und innere Ruhe. Die finde ich überhaupt nicht. So schnell brauchen Sie sich nicht zu entscheiden. Überlegen Sie sich's in aller Ruhe. Okay. Die drei Bilder hier, die mir am besten und am gelungensten von allen scheinen, die könnt ihr also mitnehmen, ja? Von mir aus? Gut. Aber das hier nicht. Moment. Das ist aber das Beste. Alonso gebe ich nicht her. Und die drei, die wollte ich eigentlich zu Gabriela bringen. Vielleicht kann sie sie verkaufen. Wir brauchen warme Klamotten für den Winter und ein dichtes Dach. Na gut, dann nehmen wir die drei hier mit. Ja? Von mir aus? Bitte? Was ist das? Das sind 75.000 Peseten. Als Anzahlung. Wenn nämlich Gabriela nicht mehr als 25.000 pro Bild hergeben will, dann werde ich die behalten und dann werden wir später über den endgültigen Preis verhandeln. Soll mir recht sein. Ja? Aber ich glaube, Sie verkalkulieren sich mächtig. Wissen Sie, wie viele Hobbymaler es auf der Insel gibt? Ja, ja, ich weiß. Mehr als genug. Und das Bild, das werden Sie nicht verkaufen, bevor Sie nicht von mir ein Angebot eingeholt haben, klar? Soll mir auch recht sein. Also, wir kommen wieder, Isolde. Hm? Bei uns kann immer jeder wiederkommen. Adios. Adios. Hallo. Adios, Alonso. Hm?
Frau Schmirkel, darf ich Ihnen was zu trinken bringen? Nein, danke. Ich möchte mich eigentlich lieber etwas hinlegen. Gut, dann fahre ich Sie auf Ihr Zimmer, ja? Das ist lieb von dir, Frank. Ja, ich weiß doch, wie das ist. Ich habe ja selber lange genug in einem Rollstuhl gesessen. Guten Tag, Frau Schmirkel. Herr Ober. Senor? Noch einen Doppelten, ja. I'm sorry, Mister. Was sind Sie? Ich bin sorry, klar. Noch einen doppelten Cognac. Herr Merz, es ist nicht gut, so viel Alkohol in der Sonne. Bitte. Ja, jetzt sehen Sie sich das an. Mir hat sie gerade gesagt, der Platz ist belegt. Vielleicht gerade von diesem Herr. Ach, der hat sie doch gerade erst gefragt. Sie hat mich wofür betrunken, was? Wollen Sie nicht in der Bar einen Kaffee trinken? Da ist es angenehm und kühl. Nein, nein, ich bleibe hier. Die ist von gestern, aber wenn Sie einen Blick hineinwerfen wollen? Ja, gern, danke. Ach, jetzt ist mir alles klar. Ich soll zu meiner Frau zurück, weil sie einen neuen Flirt hat. Das ist der Grund. Herr Merz, es ist nicht meine Aufgabe, Beziehungskrisen der Gäste zu kommentieren. Aber es ist meine Aufgabe, Zwischenfälle, die unliebsames Aufsehen erregen. Ach, wer erregt denn hier unliebsames Aufsehen? Die beiden doch. Wechselt man so schamlos den Partner in aller Öffentlichkeit? Herr Merz. Na, Herr Merz? Im Februar, wenn Frühling ist, müssen Sie die Insel erlebt haben. Unbedingt. Machen Sie mal Platz hier. Sie flirten mit meiner Liebsten, ja? Sag diesem Kerl, er soll von meiner Liege gehen! Er liegt auf seiner Liege. So, komm mit, los! Merken Sie denn nicht, dass Ihre Anwesenheit hier nicht erwünscht ist? Herr Merz, Sie sollten unsere Nachsicht nicht grenzenlos ausnutzen. Komm jetzt mit, los! Jetzt reicht es, Herr Merz. Kommen Sie, wir gehen an ein kühles Plätzchen. Keine Moral, die Frau. Ja, ja, Herr Merz. Keine Moral. Keine Aufregung, das kriegen wir alles hin. Hallo, Gabriela. Hallo. Grüß euch. Kleinen Augenblick bitte, ja? Naja, wir sind nicht in Eile. Okay, schönen Dank. Wir schauen dann später nochmal wieder nach. Schön. Aber ja, machen Sie das. Danke. Danke sehr. Wiedersehen. Ja, na, was gibt's Neues? Moment. Bitte. Oh, das ist ja großartig. Ja, ne? Die ist aber in einer tollen Phase, die Isolde. Also kann man das wohl bezeichnen, ja? Ja, wie wär's? 25.000 pro Bild? Lieb gern, wenn ich sie hätte. Ja. Moment mal, nicht so schnell. Vielleicht kann ich sie ja direkt verkaufen. Aber wann? Isolde braucht das Geld sofort. Na schön, dann eben nicht. Ein Treffen der Kunstmafia? Nein, nur das Übliche, wie immer. Zurück aus Madrid? Ja, ich hätte mir das schenken können. Aber wer weiß schon vorher, dass nur heiße Luft versteigert wird. Was verstehst du da von mir? Nichts, nichts, das ist auch nur heiße Luft. Sag mal. Nun ja. Na eben, mehr auch nicht. Du hast Glück, ich nehme die trotzdem. Nein, nein, unverkäuflich, unverkäuflich. Ja, eine Art Leihgabe. Ja, ist das. Aber warum versteht ihr die Bilder von mir? Seit wann interessieren Sie sich für Bilder, die nur so, naja, sind? Zur Sache, wer ist der Maler? Die Bilder sind nicht signiert. Die Bilder sind durch viele Hände gegangen. Jetzt sind sie zufällig bei uns gelandet. Ich glaube euch kein Wort. Wir kennen den Maler auch nicht wirklich. Na gut, aber ich lasse nicht locker. Hm. Wenn ihr den Maler gefunden habt, schickt ihn zu mir. Ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Warum sagen wir es ihm eigentlich nicht? Das muss ich sollte schon selber tun. Die Wahrheit lässt sich auf die Dauer nicht verheimlichen. Dazu hat Hawk einen viel zu guten Riecher. Hotel Paradies, buenos dias. Einen kleinen Augenblick, Frau Merz. Herr Jasny? Frau Merz ist am Telefon und möchte Ihren Mann sprechen. Oh Gott, auch das noch.
Warten Sie sie einen Moment hin. Frau Merz, einen kleinen Augenblick bitte. Guten Tag. Herr Merz. Herr Merz, hören Sie mich? Frau Merz, hören Sie? Ja, es tut mir leid, wir können Ihren Mann im Augenblick nicht finden. Ich gebe Ihnen mal unseren Geschäftsführer. Guten Tag, Frau Merz. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wir haben ja kein Zimmer mehr frei, aber vielleicht versucht Ihr Mann es woanders. Ja, eben. Eben richten wir aus, sobald wir ihn sehen. Danke, wieder. Merz macht uns zunehmend Kummer. Ah, ist er noch immer? In der Bar. Schläft seinen Rausch aus. Seine Frau hat eben angerufen. Was, schon wieder? Was sollen wir nur machen? Wir können ihn doch nicht in irgendein Hotel anladen. Verschnüren und als Luftfracht aufgeben. Och, es reicht aber, Papa. Sei gefälligst nicht so inhuman. Jeder kann mal in so eine missliche Lage kommen. Also, er soll seinen Rausch ausschlafen und dann werden wir weitersehen, ja? Verabschieden. Verabschieden? Warum? Wollen Sie gehen? Ich habe mich verliebt. Ach, freut mich. In wen? Er ist Alonso. Aha. Was macht er? Er ist Ziegenhirt in den Bergen. Ich möchte gern bei ihm bleiben. Alles fein und schön. Aber wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Was mag die Malerei? Was halten Sie davon? Ein paar ähnliche Bilder habe ich heute schon gesehen. Etwa in Gabrielas Galerie? Aha. Und das hier, ist das hier Alonso? Ja. Seitdem ich ihn kenne, kann ich wieder malen. Moment. George! Sir? Champagner bitte. Wir haben Grund zum Feiern. Jawohl, Sir. Hallo, Hawk hier. Kann ich bitte mit Lisa sprechen? Danke. Lisa? Hock. Ich weiß, wer der Maler ist. Sie steht vor mir. Hübsch und jung. Ja, ich wollte nur das... Ja, Sie sehen, das lässt sich vor mir nicht verbergen. Ich habe immer noch den richtigen Riecher. Ja, wieder. Kompliment. Wo... Und wann haben Sie denn das gelernt? Gar nicht. Und die Bilder, die Professor Delbrück hat, sind die schon verkauft? Er hat mir 75.000 Vorschuss gegeben. Aber unverbindlich. Und er will mir vielleicht ein Stipendium verschaffen. Ich habe aber Nein gesagt. Richtig. Von Abschied will ich jetzt nichts mehr hören. Sie bleiben hier. Alles, was Sie zu malen brauchen, kriegen Sie. Und ich richte ihn in ein Atelier ein. Ich will bei Alonso wohnen. Ja, wollen Sie ihn heiraten? Nein, ich will mit ihm leben. Na gut, er scheint Sie zu inspirieren. George, Isolde ist das Talent des Jahres. Jawohl, Sir. Schauen Sie das an. Was sehen Sie da? Den Ziegenherd vom Hügel, da oben. Sie sind vielleicht ein sehr guter Schachspieler, George, aber Sie sind ein Kunstbanause. Jawohl, Sir. Isolde, auf Ihr Talent. Danke. Also dann, Frau Schmidt, bitte schön. Danke, Frank.
Es war wieder ein wunderschöner Urlaub bei euch. Das freut mich. Nein, Frau Schmidt, das sollen Sie nicht. Das gehört wie immer zum Service. Früher habe ich dir immer was in dein Sparschwein gesteckt. Ja. Womit kann ich dir denn da eine Freude machen? Sie sollen gesund bleiben und wiederkommen. Ich habe ein paar Einkäufe gemacht. Ich habe gerade Frau Schmückel zum Flughafen gebracht. Eine reizende alte Dame. Was man nicht von allen Gästen behaupten kann. Ja. Schön war. Ist er noch da? Wer? Merz. Ja, scheint ja die reinste Alkoholvergiftung zu sein. Er musste auch was wegstecken. Und alles wegen eines Schminkkoffers. Beziehungsweise wegen einer Geliebten, die auf gewisse Weise Format hat. Ist ihr nicht abzusprechen? Opa war richtig sauer auf ihn. Erst fremdgehen, dann Rabatz machen. Als Herr Brandis ihn oben an Pool ins Wasser befördert hat, haben seine Augen richtig geleuchtet. Hotel, da habe ich schon so viel erlebt. Und manches glaubt man gar nicht. Auch Merz war anfangs keineswegs unsympathisch. Mal sehen, was der Chef alles anstellen muss, um ihn wieder loszuwerden. Hauptsache, er findet keine neue Gelegenheit, sich zu betrinken. Entschuldigen Sie, sind Sie Herr Veit? Was ist denn passiert? Warum weinen Sie denn? Komm, lasst mal, geht ihr schon nach oben, ich mach das. Hey, was ist denn los? Moment! Ich bin noch nicht ganz fertig. Kommen Sie bitte. Evelyn, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ah ja, na gut. Du hast jemand anderen erwartet, nicht? Ja. Ich will mit einem Bekannten nach Palma fahren. Das ist übrigens der Herr, der dich gestern in den Pool befördert hat. Ach so, ja, also ich... Ich möchte nur mein Gepäck hier abstellen, bis ich... Bist du was? So, komm, jeder hat mal einen kleinen Blackout. Komm, fahr doch mit mir nach Palma. Oh nein, danke. Evelyn. Ja? Du machst mir die Versöhnung aber sehr schwer. Ich mach dir die Versöhnung nicht schwer, Uli. Ich mach sie dir unmöglich. Du hast dich entschuldigt, ich habe deine Entschuldigung akzeptiert. Und nun fliegst du schön nach Hause zu deiner Frau. Evelyn, hör doch mal. Schau mal, in diesem Zimmer hier, in diesem Bett, haben wir 2 Wochen Glück gehabt. Reines Glück, du und ich. Tja, du, ich weiß was. Wir tun jetzt so, als ob dieser Tag überhaupt nicht stattgefunden hat. Über dieses blöde Ding hier, da lachen wir nur noch. Hä? Aber Evelyn, ich liebe dich doch. So, also, was gibt es denn? Das Geld ist ihm gestohlen worden. Guten Tag. Auf dem Flughafen oder auf der Fahrt hierher?
Was, gestohlen? Naja, ich kann es auch verloren haben. Im Gedränge. Jedenfalls ist es weg. Geld für 4 Wochen Urlaub. Ah, das ist ein Jammer. Tommy meinte eben, vielleicht kann er den Urlaub abarbeiten. Ich habe zu ihm gesagt, dann müsse er mit dir sprechen. Abarbeiten? Wie denn? Wo eben Notarmann ist, in der Küche, beim Servieren, an der Bar. Ich mache alles, buchstäblich alles. Wenn ich dann nur einen halben Tag für mich habe. Das ließe sich schon irgendwie machen. Nur das Zimmer, Sie haben doch ein Zimmer gebucht. Ja, na, darauf müsste ich ja wohl verzichten. Würde ich auch. Gut, wir bringen Sie erstmal im Personaltrakt unter. Da haben Sie wenigstens einen Schrank und ein Bett. Über alles andere reden wir dann morgen weiter. Frank, du zeigst ihm alles, ja? Klar, mach ich. Mann, ist das ein Glück. Das ist ja ein toller Typ, dein Vater. Ja, dann schnapp mal dein Gepäck und komm. Herr Lindemann, das ist Frau Merz. Ach, schön. Angenehm. Ich glaube nicht, dass Ihnen das hier angenehm ist. Mir übrigens auch nicht, aber da müssen wir durch. Ja, sicher. Es ist, Sie sind wohl... Frau Merz ist die Ehefrau von unserem Herr Merz hier. Der mit seiner Geliebten hier Urlaub gemacht hat. Oh, da würde ich aber... Ich meine, das ist schnell erhoben, so ein Vorwurf, wenn auch gewisse Umstände dies in diesem Lichte erscheinen lassen. Ihre Diskretion in Ehren, aber brechen Sie sich bitte keine Verzierungen ab. Frau Merz hat neben uns auf dem Schiff gesessen und wir haben ein bisschen... Geplaudert. Ja. Ich weiß also alles. Oh Gott, ich wollte sagen, Verzeihung, wie können Sie nur auf dem Schiff über Hotelinterna sprechen? Ihr Manager konnte ja nicht wissen, wer neben ihm sitzt. Ja. Na gut, was nun? Frau Merz möchte ein Zimmer haben und ihren Mann sprechen. Also das mit dem Zimmer lässt sich machen. Durch eine glückliche Fügung, jemand hat sein Geld verloren. Womit ich nicht sagen möchte, dass das eine glückliche Fügung ist, wenn jemand sein Geld verliert. Aber wo ihr Mann ist, schauen Sie... Er hatte... Ich kenne das ganze Drama. Vom Schminkkoffer bis zu den Alkoholexzessen am Pool. Aha. Durch das Gespräch? Auf dem Schiff, ja. Ja, das ist doch peinlich. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen in dieser Situation sagen soll. Schauen Sie, Ihr Mann war... blau. Nicht schlimm, aber immerhin, er war... Und da wir kein Zimmer frei hatten und die, da, also die Frau... Also, die Bekannte, ihn auch nicht wieder... Verstehen Sie? Vollkommen. Und wo ist er nun? Ich habe ihn seit gestern nicht gesehen. Zimmer 25. Danke. Vielleicht ist er mit dem Flugzeug bereits nach Deutschland unterwegs. Mhm. Entschuldigung, Papa. Ich fürchte, dass der Merz gleich wieder Ärger macht. Er ist schon wieder im Zimmer bei ihr, in 24. Oh, ich dachte... Naja, ist ja eigentlich auch nicht interessant. Also ist sie nicht auf dem Flug nach Deutschland. Ach, wenn Sie mir das Gepäck bitte nachbringen lassen würden. Ja? Folgen wir ihr. Aber diskret. Würdest du bitte mein Zimmer verlassen? Ich möchte gehen. Ich gehe nicht zurück zu meiner Frau. Lieber sterbe ich. Dann stirb bitte nicht in meinem Zimmer. Uli, soll ich der Direktion Bescheid sagen? Nanu? Er weigert sich, mein Zimmer zu verlassen. Ja, weil es mein Zimmer ist. Ich bleibe hier. Ich gebe niemals auf, nie. Schauen Sie, wir hatten ja nun schon gestern eine wenig erfreuliche Auseinandersetzung. Soll das denn nun endlos so weitergehen? Raus! Wer hier rausfliegt und wer nicht, das bestimme ich nicht, du. Du gehst jetzt und zwar sofort. Was fällt Ihnen denn ein? Marianne, das ist aber nett, dass du mich abholst. Ich hol dich nicht ab. Nein. Nein, ich wohne hier. Ich habe mir für eine Woche ein Zimmer genommen. Oh, wie schön. Dann habe ich ja auch eine Unterkunft. Nein. Danke, meine Herren. Ich komme ohne Ihre Hilfe aus. Marianne, ich wollte doch Schluss mit ihr machen. Ich wollte dir alles beichten, aber lass uns das nicht hier machen. Du hast doch ein Zimmer. Ich habe eins, ja. Du hast so viel, ich weiß keins. Ja, aber wo soll ich denn hin? Nach Frankfurt. Ab morgen musst du wieder arbeiten. Und wie du arbeiten musst. Du brauchst deine eigene Wohnung, eigene Möbel, du musst mir Unterhalt zahlen. Du tust gut dran, dir gleich einen Anwalt zu nehmen. Aber Marianne, das sagst du doch nur so.
Ist doch nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst, Ulrich. Du bist frei. So frei, wie du schon immer sein wolltest. Keine Frau mehr, keine Geliebte mehr. Eine ganz neue Zukunft liegt vor dir. Aber besprich sie bitte nicht mit mir. Es ist deine Zukunft, nicht meine. Lass dein Gepäck nicht da stehen. Was? Na, dieser Merz. Seine Frau, seine Freundin. Hoffentlich flippt er nicht neu aus. Also langsam reicht es mir. Bin doch kein Prellbock. Was hast du denn? Mir fiel nur gerade was ein. Was denn? Das Haus. Das Haus, das Haus, das Haus. Das hier ist die Realität. Das Haus ist eine Träumerei. Ja? Ja. Manche Träume lassen sich auch verwirklichen. Sag mal, Lisa, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ich weiß nicht genau, Max. Aber mit dem Gedanken zu spielen, hat schon was Faszinierendes, oder? Tja, irgendwie schon. Naja, spielen können wir damit, wenn wir die Zeit dazu haben. Aber im Augenblick haben wir sie leider nicht. Das wär's für heute. Ja. Du sag mal, hat er keinen Flieger mehr gekriegt? Nein, erst morgen früh. Arme Schwein. Ach, das findest du jetzt doch mal auch. Naja, gleich von zwei Frauen verlassen zu kann man nur, wenn man zwei gehabt hat. Ja. Aber du hast recht. Er ist zwar an seinem Schicksal selber schuld, aber er kann einem wirklich leid tun. Guten Abend. Guten Abend. Herr Lindemann. Hallo. Bitte schön. Wir wünschen eine gute Nacht. Schlafen Sie gut. Tja, das Leben ist hart. Tja, da hast du recht. Gute Nacht, mein Sohn. Schlaf schön. Gute Nacht, Papa. Ich wünsche dir eine ruhige Nacht. Na, nicht gerade gemütlich. Ah ja, es geht. Ich kann ja weder ihre Frau noch ihre Freundin dazu zwingen, sie ins Zimmer zu nehmen. Klar. Aber irgendwie verrückt ist das schon, ne? Ja. Und auch etwas tragisch. Ja. Das auch. Tja. Jetzt muss ich mir wohl eine neue suchen. Ja. Eine. Sie sagen es. Zwei ist eine zu viel. Schlafen Sie gut. Gute Nacht. Danke. Gerecht ist es nicht. Was? Dass er nun gar keine mehr hat. Von wem sprichst du? Noch von diesem Merz. Das ist in deinen Augen ungerecht? Tja, irgendwie schon, oder? Na, ich finde es sogar sehr gerecht. Meinst du? Ja. Er hat beide betrogen, beide servieren ihm die Quittung. Max, es macht mich nachdenklich, dass du da anderer Meinung zu sein scheinst. Ach, weißt du, er tut mir halt irgendwie leid. Verstehst du? Ja, sogar Vater tut er jetzt leid. Und das hat doch immerhin was zu bedeuten. Tja, dass ihr eben Männer seid, bedeutet das. Was? Naja, Selbstmitleid. Eine verlassene Frau, Pech gehabt. Ein von zwei Frauen verlassener Mann, Schicksal. Vom Schicksal ziehe erst ab die eigene Schuld. Was übrig bleibt, mit Geduld. Warum greifst du mich eigentlich an? Ich wurde nicht von zwei Frauen verlassen. Ich habe auch dich nicht verlassen. Das möchte ich dir aber auch nicht raten.
Na, Herr Merz, hoffentlich haben Sie nun nichts liegen lassen. Ja, na, ich werde mich hüten. Also grüßen Sie mir Deutschland und viel Spaß zu Hause. Wünsche ich Ihnen auch. Ja, den werde ich haben. Heute Abend bei der Silberhochzeit. Was, Sil? Das ist eine Leistung. Danke. Gratuliere. Hatte ich schon. Heute Abend sind Freunde. Wie macht ihr das nur alle? Üben, üben. Versuch. Das erste Bild ist gestohlen worden. Mhm. Gestohlen? Von wem? Täter unbekannt. Du, Max, was kann dein Michael meiner Tochter bieten? Nix. Außer Liebe, fürchte. Warum fragst du? Sarah will ihn heiraten. Oh. Und er sie auch? Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich konnte es nicht mehr aushalten vor Sehnsucht. Ist dir klar, dass du mich eben vor aller Öffentlichkeit geküsst hast? Ja. Wieso? Na nun müssen doch alle glauben, wir gehören zusammen. Ja. Hast du was dagegen? Ja, Lisa, was mache ich jetzt damit? Wir suchen einen Ehrenplatz. Da, guck mal, da. Sie, ja, sehr gut. Ist besser. Gut. So. Meine Tochter. Oh, toll. Oh Gott. Was hat er denn? Keine Ahnung. Michael, was ist los? Ich bin geblendet von so viel Schönheit. Ja, sehr gut, Michael. Sarah. Darf ich Natalie küssen? Oh, nur wenn du ein paar Ohrfeigen möchtest. Oh Mann, ist das ein Leben. Wo bleibt denn da die persönliche Freiheit, wenn man nicht mal eine andere küssen darf? Hm. Hallo. Wir gehen gleich rüber, ja? Hallo. Komm, wir gehen ein Drink. Okay. Ja, dann Prost. Mein Schatz. Oh, das musste sein. Oh, sag mal, Michael, das ist deine Mutter. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber du kümmerst dich ja nicht um sie. Mhm. Man wird doch wohl wenigstens noch seine Mutter küssen dürfen. Oder vielleicht nicht. Was höre ich da? Du lässt Philipp Jasny gehen. Warum? Ja, warum, warum? Er hat eine Offerte aus Ibiza. Was wollen Sie auf Ibiza? Ich zahle mehr. Das Geld ist nicht der Grund. Gabriela will dort einen Laden kaufen. Wir wollen zusammen sein. Oh, das kann ich gut verstehen. Sie wollen Ihre Galerie aufgeben? So ist es. Die Geschäfte. Aber Sie wissen ja,
Wollen Sie sie kaufen? Ich? Oh nein. Aber ich finde schade, dass Sie uns verlassen wollen. Das hat auch etwas mit Liebe zu tun. Halten Sie mal. Halten Sie mal. Danke. Liebe? Was ist das denn? Ja, Liebe. Ja, ist eben Liebe. Ach so. Ja, Liebe ist zum Beispiel, was du für Rosita empfindest. Sonst würden wir ja jetzt nicht eure Silberhochzeit feiern. Ach so. Schön. Seltsam ist nur, dass in den Jahren, in denen ich allein war, weil Rosita, naja, das weißt du ja alles, dass ich da eigentlich auch ganz glücklich war. Gab nicht so viel Trouble, nicht so viel Stress. Du, lass sie das ja nicht hören. Wieso? Sie war mir doch weggelaufen. Nicht ich ihr. Guck mal, wie sie jetzt mit dem Jasmin tanzt. Das würde sie mit dir auch, wenn du nicht so schnell aus der Puste gehst. Ich? Du spinnst wohl. Wie hast du denn eben mit Lisa getanzt? Wie so ein sterbender Schwan. Ja, schon gut. Wir sind eben nicht mehr die Jüngsten. Naja, jedenfalls nicht so jung wie unsere Frauen. Guck mal, wie deine Lisa mit Jasni tanzt. Ja. Würde sie mit dir sicher auch, wenn du nicht so schnell aus der Puste kämst. Ich bin im Vergleich zu dir noch ganz gut drauf. Ja, wenn ja. Ich mich erinnere, wie du zu deiner Silberhochzeit getanzt hast, wann war das eigentlich? Das war vor ein paar Monaten. Du, das ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Vielleicht feiern deine Sarah und mein Michael gerade Silberhochzeit, wenn ich mit Lisa Goldene feiere. Und ihre Kinder von ihnen, also unsere Enkelkinder, entdecken gerade die Liebe. Von der wir immer noch nicht wissen, was sie eigentlich ist. Lisa. Ja? Weißt du, was Liebe ist? Was? Tja, was ist es? Wir rätseln gerade. Rosita. Komm, ja? Bitte mal. Die fragen mich, was Liebe ist. Wie bitte? Ja, sie haben gefragt, was ist Liebe? Ihr wisst nicht, was Liebe ist? Hm? Nee. Das sieht euch ähnlich. Lisa, erkläre es ihnen mal. Ich? Sie? Also, Liebe ist das da. Oh. Ach so, na ja. Das ist doch ganz einfach. Lisa. Ja. Einfach so. Was ist denn? Ich weiß, was Liebe ist. Rosita, du Blume meines Lebens, sing ein Lied für uns, ja? Soll ich? Ja. Una lacrima cayó en la arena, por favor. Una lacrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lacrima. Una lacrima cayó en la arena. Más te quisiera, quisiera encontrar. Una lacrima cayó en la arena. Me pediste un beso, tú me pediste un beso en la orilla del mar. Y como no te lo daba, como no te lo daba, te pusiste a llorar. Una lágrima tuya, no hay una lágrima tuya, en la arena cayó de una ola atrevida, de una ola atrevida. A ver, ahora ya no. Una lágrima cayó en la arena. 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 Una lágrima cayó en la arena.
meine Rosita. Man so schamlos den Partner in aller Öffentlichkeit? Herr Merz. Na, Herr Merz? Im Februar, wenn Frühling ist, müssen Sie die Insel erlebt haben. Unbedingt. Machen Sie mal Platz hier. Sie flirten mit meiner Liebsten, ja? Kerl, er soll von meiner Liege gehen! Er liegt auf seiner Liege. So, komm mit, los! Merken Sie denn nicht, dass Ihre Anwesenheit hier nicht erwünscht ist? Herr Merz, Sie sollten unsere Nachsicht nicht grenzenlos ausnutzen. Komm jetzt mit, los! Jetzt reicht es, Herr Merz. Kommen Sie, wir gehen an ein kühles Plätzchen. Keine Moral, die Frau. Ja, ja, Herr Merz. Keine Moral. Keine Aufregung, das kriegen wir alles hin. Hallo, Gabriela. Hallo. Grüß euch. Kleinen Augenblick bitte, ja? Naja, wir sind nicht in Eile. Okay, schönen Dank. Wir schauen dann später nochmal wieder nach. Schönen Aber Dank. Ja, machen Sie das. Danke. Danke sehr. Wiedersehen. Ja, na, was gibt's Neues? Moment. Bitte. Oh, das ist ja großartig. Ja, ne? Die ist aber in einer tollen Phase, die Isolde. Ja, so kann man das wohl bezeichnen, ja. Ja, wie wär's? 25.000 pro Bild? Lieb gern, wenn ich sie hätte. Ja. Moment mal, nicht so schnell. Vielleicht kann ich sie ja direkt verkaufen. Aber wann? Hier sollte man das Geld sofort. Na schön, dann eben nicht. Ein Treffen der Kunstmafia? Nein, nur das Übliche, wie immer. Zurück aus Madrid? Ja, ich hätte mir das schenken können. Aber wer weiß schon vorher, dass nur heiße Luft versteigen wird. Was verstehst du da von mir? Nichts, nichts, das ist auch nur heiße Luft. Sag mal. Nun ja. Na eben, mehr auch nicht. Du hast Glück, ich nehme die trotzdem. Nein, nein, unverkäuflich, unverkäuflich. Ja, eine Art Leihgabe. Interessant. Aber warum versteht ihr die Bilder von mir? Seit wann interessieren Sie sich für Bilder, die nur so naja sind? Zur Sache, wer ist der Maler? Die Bilder sind nicht signiert. Die Bilder sind durch viele Hände gegangen. Jetzt ist es zufällig bei uns gelandet. Ich glaube euch kein Wort. Sie kennen den Maler auch nicht wirklich. Na gut, aber ich lasse nicht locker. Hm. Wenn ihr den Maler gefunden habt, schickt ihn zu mir. Ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Warum sagen wir es ihm eigentlich nicht? Das muss ich sollte schon selber tun. Die Wahrheit lässt sich auf die Dauer nicht verheimlichen. Dazu hat Hawk einen viel zu guten Riecher. Hotel Paradies, buenos dias. Einen kleinen Augenblick, Frau Merz. Herr Jasny? Frau Merz ist am Telefon und möchte Ihren Mann sprechen. Oh Gott, auch das noch. Halten Sie sie einen Moment hin. Frau Merz, einen kleinen Augenblick bitte. Guten Tag. Frau Merz. Herr Merz, hören Sie mich? Alles. Frau Merz, hören Sie? Ja, es tut mir leid, wir können Ihren Mann im Augenblick nicht finden. Ich gebe Ihnen mal unseren Geschäftsführer.
Guten Tag, Frau Merz. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wir haben ja kein Zimmer mehr frei, aber vielleicht versucht Ihr Mann es woanders. Ja, eben. Eben richten wir aus, sobald wir ihn sehen. Danke, wieder. Merz macht uns zunehmend Kummer. Ah, ist er noch immer? In der Bar. Schläft seinen Rausch aus. Seine Frau hat eben angerufen. Was, schon wieder? Was sollen wir nur machen? Wir können ihn doch nicht in irgendein Hotel anladen. Verschnüren und als noch Fracht aufgeben. Och, es reicht aber, Papa. Sei gefälligst nicht so inhuman. Jeder kann mal in so eine missliche Lage kommen. Also, er soll seinen Rausch ausschlafen und dann werden wir weitersehen, ja? Verabschieden? Warum? Wollen Sie gehen? Ich habe mich verliebt. Ach, es freut mich. In wen? Er ist Alonso. Aha. Was macht er? Er ist Ziegenhirt in den Bergen. Ich möchte gern bei ihm bleiben. Alles fein und schön. Aber wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Was mag jemand? Du hast jemand anderen erwartet, nicht? Ja. Ich will mit einem Bekannten nach Palma fahren. Das ist übrigens der Herr, der dich gestern in den Pool befördert hat. Ach so. Ja, also ich möchte nur mein Gepäck hier abstellen, bis ich... Bist du was? So, komm, jeder hat mal einen kleinen Blackout. Komm, fahr doch mit mir nach Palma. Oh nein, danke. Evelyn. Ja? Du machst mir die Versöhnung aber sehr schwer. Ich mach dir die Versöhnung nicht schwer, Uli. Ich mach sie dir unmöglich. Du hast dich entschuldigt, ich habe deine Entschuldigung akzeptiert. Und nun fliegst du schön nach Hause zu deiner Frau. Evelyn, hör doch mal. Schau mal, in diesem Zimmer hier, in diesem Bett, haben wir 2 Wochen Glück gehabt. Reines Glück, du und ich. Tja, du, ich weiß was. Wir tun jetzt so, als ob dieser Tag überhaupt nicht stattgefunden hat. Über dieses blöde Ding hier, da lachen wir nur noch. Evelyn, ich liebe dich doch. So, also, was gibt es denn? Das Geld ist ihm gestohlen worden. Tag. Auf dem Flughafen oder auf der Fahrt hierher. Was, gestohlen? Naja, ich kann es auch verloren haben. Im Gedränge. Jedenfalls ist es weg. Geld für 4 Wochen Urlaub. Ah, das ist ein Jammer. Tommy meinte eben, vielleicht kann er den Urlaub abarbeiten. Ich habe zu ihm gesagt, er müsse mit dir sprechen. Abarbeiten? Wie denn? Wo eben Notarmann ist, in der Küche, beim Servieren, an der Bar. Ich mache alles, buchstäblich alles. Wenn ich dann nur einen halben Tag für mich habe. Das ließe sich schon irgendwie machen. Nur das Zimmer, Sie haben doch ein Zimmer gebucht. Ja, na, darauf müsste ich ja wohl verzichten. Würde ich auch. Gut, wir bringen Sie erstmal im Personaltrakt unter. Da haben Sie wenigstens einen Schrank und ein Bett. Über alles andere reden wir dann morgen weiter. Frank, du zeigst ihm alles, ja? Klar, mach ich. Mann, ist das ein Glück. Das ist ja ein toller Typ, dein Vater. Ja, dann schnapp mal dein Gepäck und komm. Herr Lindemann, das ist Frau Merz. Ach, schön. Angenehm. Ich glaube nicht, dass Ihnen das hier angenehm ist. Mir übrigens auch nicht, aber da müssen wir durch. Ja, sicher. Es ist, Sie sind wohl... Frau Merz ist die Ehefrau von unserem Herrn Merz hier. Der mit seiner Geliebten hier Urlaub gemacht hat. Oh, da würde ich aber... Ich meine, das ist schnell erhoben, so ein Vorwurf, wenn auch gewisse Umstände dies in diesem Lichte erscheinen lassen. Ihre Diskretion in Ehren, aber brechen Sie sich bitte keine Verzierung ab. Frau Merz hat neben uns auf dem Schiff gesessen und wir haben ein bisschen... Geplaudert. Ja. Ich weiß also alles. Oh Gott, ich wollte sagen, Verzeihung, wie können Sie nur auf dem Schiff über Hotelinterna sprechen? Ihr Manager konnte ja nicht wissen, wer neben ihm sitzt. Ja. Na gut, was nun? Frau Merz möchte ein Zimmer haben und ihren Mann sprechen. Also das mit dem Zimmer lässt sich machen. Durch eine glückliche Fügung, jemand hat sein Geld verloren. Womit ich nicht sagen möchte, dass das eine glückliche Fügung ist, wenn jemand sein Geld verliert. Aber
wo ihr Mann ist. Schauen Sie, er hatte... Ich kenne das ganze Drama. Vom Schminkkoffer bis zu den Alkoholexzessen am Pool. Aha. Durch das Gespräch? Auf dem Schiff, ja. Ja, das ist doch peinlich. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen in dieser Situation sagen soll. Schauen Sie, Ihr Mann war blau. Nicht schlimm, aber immerhin, er war... Und da wir kein Zimmer frei hatten und die, da, also die Frau, also die Bekannte, ihn auch nicht wieder... Verstehen Sie? Vollkommen. Und wo ist er nun? Ich habe ihn seit gestern nicht gesehen. Zimmer 25. Danke. Vielleicht ist er mit dem Flugzeug bereits nach Deutschland unterwegs. Hm? Entschuldigung, Papa. Ich fürchte, dass der Merz gleich wieder Ärger macht. Er ist schon wieder im Zimmer bei ihr, in 24. Oh, ich dachte, naja, ist ja eigentlich auch nicht interessant. Also ist sie nicht auf dem Flug nach Deutschland. Auch wenn Sie mir das Gepäck bitte nachbringen lassen würden, ja? Folgen wir ihr. Aber diskret. Würdest du bitte mein Zimmer verlassen? Ich möchte gehen. Ich gehe nicht zurück zu meiner Frau. Lieber sterbe ich. Dann stirb bitte nicht in meinem Zimmer. Uli, soll ich der Direktion Bescheid sagen? Nanu? Er weigert sich, mein Zimmer zu verlassen. Ja, weil es mein Zimmer ist. Ich bleibe hier. Ich gebe niemals auf. Nie. Schauen Sie, wir hatten ja nun schon gestern eine wenig erfreuliche Auseinandersetzung. Soll das denn nun endlos so weitergehen? Raus! Wer hier rausfliegt und wer nicht, das bestimme ich nicht, du. Du gehst jetzt und zwar sofort. Was fällt Ihnen denn ein? Es ist aber nett, dass du mich abholst. Ich hol dich nicht ab. Nein. Nein, ich wohne hier. Ich habe mir vor einer Woche ein Zimmer genommen. Oh, wie schön. Dann habe ich ja auch eine Unterkunft. Nein. Danke, meine Herren. Ich komme ohne Ihre Hilfe aus. Na ja, ich wollte doch Schluss mit ihr machen. Ich wollte dir alles beichten. Aber lass uns das nicht hier machen. Du hast doch ein Zimmer. Ich habe eins, ja. Du hast so viel, ich weiß keins. Ja, aber wo soll ich denn hin? Nach Frankfurt. Ab morgen musst du wieder arbeiten. Und wie du arbeiten musst. Du brauchst deine eigene Wohnung, eigene Möbel, du musst mir Unterhalt zahlen. Du tust gut dran, dir gleich einen Anwalt zu nehmen. Marianne, das sagst du doch nur so. Ist doch nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst, Ulrich. Vielleicht kann er sich selber nur ertragen, wenn er besoffen ist. Aber bitte keine abfälligen Bemerkungen über unsere Gäste. Gast war bis heute Morgen. Jetzt können wir ihn, wenn er sich nicht anständig benimmt, jederzeit an die frische Luft setzen. Oh, frische Luft wäre schön. Bei 38 Grad im Schatten. Sag mal, was machst du eigentlich noch hier? Müsstest du nicht bei Kuhn sein und arbeiten? Bei 38 Grad im Schatten? So, uns macht die Hitze überhaupt nichts. Und mir erst recht nicht. Viel Spaß bei der Arbeit. Und dem Jungen können wir uns ein Beispiel nehmen. Buenos días.
Professor Delbrück kennst du ja. Ja, wir haben uns mal kurz gesehen im Hotelgarten. Hallo. Un poco de vino? Nada. Lecce. Gracias. Nein, auch nicht für mich. Ne? Isolde, wir sind zu dir gekommen, weil alle, auch Professor Delbrück, von deinem Durchbruch überzeugt sind als Malerin. Ich male aber nur noch so, zu meinem Vergnügen. Naja, Vergnügen wäre ja gut. Aber vielleicht reicht das nicht auf die Dauer. Ne? Was ist schon von Dauer? Professor Delbrück könnte dir vielleicht ein Stipendium verschaffen in Düsseldorf oder... Oder in Madrid, an der Kunstakademie. Danke, ich bin hier sehr glücklich. Isolde, kann ich mir mal ein paar von Ihren letzten Arbeiten ansehen? Bitte. Ja, sagen Sie, damit können Sie doch nicht etwa Ihren Ziegenstall tapezieren wollen. Vielleicht kann ich dann und wann mal eins verkaufen. In Dea oder bei Gabriela. Gabriela ist wie alle auch der Meinung, dass deine neuen Bilder der Start zu einer großen Karriere sein könnten, wenn du unter fachkundiger Führung weiterarbeitest. Danke, aber ich möchte hierbleiben. Im Winter sind die Nächte kühl, Isolde. Alonso ist das gewöhnt. Du aber? Das weiß ich alles, aber... Jorge kommt heute aus Madrid zurück. Ich gehe nicht zurück zu ihm. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich bin sehr glücklich mit Alonso. Wir wollen dich nicht manipulieren, Isolde. Professor Delbrück nicht und ich auch nicht. Dass ich so male, wie ich jetzt male, das verdanke ich Alonso. Er gibt mir Geborgenheit und innere Ruhe. Die finde ich behaupten. So schnell brauchen Sie sich nicht zu entscheiden. Überlegen Sie sich's in aller Ruhe. Okay. Die drei Bilder hier, die mir am besten und am gelungensten von allen scheinen, die können wir also mitnehmen, ja? Von mir aus? Gut. Aber das hier nicht. Moment. Das ist aber das Beste. Alonso gebe ich nicht her. Und die drei, die wollte ich eigentlich zu Gabriela bringen. Vielleicht kann sie sie verkaufen. Wir brauchen warme Klamotten für den Winter und ein dichtes Dach. Na gut, dann nehmen wir die drei hier mit. Ja? Von mir aus? Bitte? Was ist das? Das sind 75.000 Peseten. Als Anzahlung. Wenn nämlich Gabriela nicht mehr als 25.000 pro Bild hergeben will, dann werde ich die behalten und dann werden wir später über den endgültigen Preis verhandeln. Soll mir recht sein. Ja? Aber ich glaube, Sie verkalkulieren sich mächtig. Wissen Sie, wie viele Hobbymaler es auf der Insel gibt? Ja, ja, ich weiß. Mehr als genug. Und das Bild, das werden Sie nicht verkaufen, bevor Sie nicht von mir ein Angebot eingeholt haben, klar? Soll mir auch recht sein. Also, wir kommen wieder, Isolde. Bei uns kann immer jeder wiederkommen. Adios. Adios. Hallo. Adios. Alonso. Frau Schmöckel, darf ich Ihnen was zu trinken bringen? Nein, danke. Ich möchte mich eigentlich lieber etwas hinlegen. Gut, dann fahre ich Sie auf Ihr Zimmer, ja? Das ist lieb von dir, Frank. Ja, ich weiß doch, wie das ist. Ich habe ja selber lange genug in einem Rollstuhl gesessen. Guten Tag. Guten Tag. Herr Ober. Senor? Noch einen Doppelten, ja? I'm sorry, Mister. Was sind Sie? Ich bin sorry, klar. Noch einen doppelten Cognac. Herr Merz, es ist nicht gut, so viel Alkohol in der Sonne. Bitte. Ja, jetzt sehen Sie sich das an. Mir hat sie gerade gesagt, der Platz ist belegt. Vielleicht gerade von diesem Herr. Ach, der hat sie doch gerade erst gefragt. Sie hat mich wofür betrunken, was? Wollen Sie nicht in der Bar einen Kaffee trinken? Da ist es angenehm und kühl. Nein, nein, ich bleibe hier. Die ist von gestern, aber wenn Sie einen Blick hineinwerfen wollen? Ja, gern, danke. Ach, jetzt ist mir alles klar. Ich soll zu meiner Frau zurück, weil sie einen neuen Flirt hat. Das ist der Grund. Herr Merz, es ist nicht meine Aufgabe, Beziehungskrisen der Gäste zu kommentieren. Aber es ist meine Aufgabe, Zwischenfälle, die unliebsames Aufsehen erregen. Ach, wer erregt denn hier unliebsames Aufsehen? Die beiden doch. Dabei. Was halten Sie davon? Ein paar ähnliche Bilder habe ich heute schon gesehen. Etwa in Gabrielas Galerie? Mhm. Das hier, das hier, Alonso? Ja. Seitdem ich ihn kenne, kann ich wieder malen. Moment. George? Sir? Champagner bitte. Wir haben Grund zum Feiern. Jawohl, Sir. Hallo, Hawk hier. Kann ich bitte mit Lisa sprechen? Danke. Lisa? Hock.
Ich weiß, wer der Maler ist. Sie steht vor mir. Hübsch und jung. Ja, ich wollte nur das... Ja, Sie sehen, das lässt sich vor mir nicht verbergen. Ich habe immer noch den richtigen Riecher. Ja, wieder. Kompliment. Wo und wann haben Sie denn das gelernt? Gar nicht. Und die Bilder, die Professor Delbrück hat, sind die schon verkauft? Er hat mir 75.000 Vorschuss gegeben. Aber unverbindlich. Und er will mir vielleicht ein Stipendium verschaffen. Ich habe aber Nein gesagt. Richtig. Von Abschied will ich jetzt nichts mehr hören. Sie bleiben hier. Alles, was Sie zu malen brauchen, kriegen Sie. Und ich richte Ihnen in ein Atelier ein. Ich will bei Alonso wohnen. Ja, wollen Sie ihn heiraten? Nein, ich will mit ihm leben. Na gut. Das scheint Sie zu inspirieren. George, Isolde ist das Talent des Jahres. Jawohl, Sir. Schauen Sie das an. Was sehen Sie da? Den Ziegenherd vom Hügel, da oben. Sie sind vielleicht ein sehr guter Schachspieler, George, aber Sie sind ein Kunstbanaus. Jawohl, Sir. Isolde, auf Ihr Talent. Dann, Frau Schmückow, bitte schön. Danke, Frank. Es war wieder ein wunderschöner Urlaub bei euch. Das freut mich. Nein, Frau Schmückow, das sollen Sie nicht. Das gehört wie immer zum Service. Früher habe ich dir immer was in dein Sparschwein gesteckt. Ja. Womit kann ich dir denn da eine Freude machen? Sie sollen gesund bleiben und wiederkommen. Ich habe ein paar Einkäufe gemacht. Ah, ich habe gerade Frau Schmückel zum Flughafen gebracht. Ja. Eine reizende alte Dame. Was man nicht von allen Gästen behaupten kann. Ja. Schön war. Ist er noch da? Wer? Merz. Ja, scheint ja die reinste Alkoholvergiftung zu sein. Der musste auch was wegstecken. Und alles wegen eines Schminkkoffers. Beziehungsweise wegen einer Geliebten, die auf gewisse Weise Format hat. Ist ihr nicht abzusprechen? Opa war richtig sauer auf ihn. Erst fremdgehen, dann Rabatz machen. Als Herr Brandis ihn oben an Pool ins Wasser befördert hat, haben seine Augen richtig geleuchtet. Hotel, da habe ich schon so viel erlebt. Und manches glaubt man gar nicht. Auch Merz war anfangs keineswegs unsympathisch. Mal sehen, was der Chef alles anstellen muss, um ihn wieder loszuwerden. Hauptsache, er findet keine neue Gelegenheit, sich zu betrinken. Entschuldigen Sie, sind Sie Herr Veit? Was ist denn passiert? Warum weinen Sie denn? Komm, lasst mal, geht ihr schon nach oben, ich mach das. Hey, was ist denn los?
Moment! Ich bin noch nicht ganz fertig. Kommen Sie bitte. Evelyn, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ah ja. Na gut. Da jagen Sie mich zum Postamt nach Codeo und dabei ist der Koffer hier. Ja, da ist er. Ja. Entgegen meiner Annahme lag er noch hier. Ja, mit ein bisschen mehr Ordnung hätten Sie mir eine Menge Zeit und Ärger ersparen können. Von der Taxirechnung ganz zu schweigen. Hier ist ein Brief für Sie. Ja, also wo ist denn meine Frau? Ja, sie sitzt, glaube ich, im Garten. Ja. Also du hast die Ruhe weg. Hast du neue Flüge bekommen? Das Taxi wartet in unserem Gepäck. Hast du den Brief noch nicht gelesen? Nein, wozu? Das wird eine Nachricht von dir an mich sein. Aber hat sich ja jetzt erledigt. Was machen wir denn jetzt? Ach, dieses Üble hin und her mit dem Schminkkoffer. Aber jetzt ist er ja wieder da. Vielleicht solltest du wirklich erst mal den Brief lesen. Lieber Uli, der Schminkkoffer ist wieder da. Was weg ist, das bin ich. Und zwar aus deinem Leben, für immer. Deine Angst vor deiner Frau ist größer als deine Liebe zu mir. Leb wohl, Evelyn. Sag mal, soll das ein Witz sein? Nö. Sehe ich aus, als wäre mir nach Witzen zumute. Evelyn, der Koffer ist wieder da. Ja. Wiedersehen. Also jetzt möchte ich wirklich mal wissen, was in dir vorgeht. Oh, Uli, genau das hätte jetzt nicht kommen dürfen. Vor ein, zwei Stunden, da habe ich mich gefragt, was wohl in dir vorgeht. Und nun will ich es gar nicht mehr wissen. Du, hör mal zu. Ich bekenne mich zu dir, ja? Ich lasse mich scheiden. Es ist alles klar zwischen uns. Nur weil ich wegen diesem blöden Schminkkoffer, den du vergessen hast und nicht ich, ein bisschen durchgedreht bin. Das sagst du einfach nun nicht mehr. Hm? Bist du nicht zusehend, die nächste Maschine zu bekommen? Nein, es muss jetzt ausgeräumt werden zwischen uns. Da gibt's nichts auszuräumen zwischen uns. Wenn du Angst hast, deine Frau könnte erfahren, dass du mit mir in Urlaub warst, dann gehörst du zu deiner Frau und nicht zu mir. Aber Evelyn, der Koffer ist wieder da. Sie erfährt es überhaupt nicht. Nein. Ja, na natürlich durch mich, in freier Entscheidung. Uli, was an dir ist frei und was an dir ist unentschieden? Es spielt keine Rolle mehr, ob ich bei dir bestanden habe, du hast bei mir nicht bestanden. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich muss fragen, ob ich das Zimmer behalten kann. Aber Evelyn, das ist doch alles in höchstem Maße lächerlich. Wissen Sie inzwischen, was mit dem Zimmer ist? Ja, Sie können es bis Donnerstag behalten. Wunderbar, mein Gepäck ist im Taxi. Manuel, das Gepäck. Holen Sie das Gepäck und zahlen Sie das Taxi. Ja? Sie, Senor. Ist das unser altes Zimmer, das du jetzt hast? Nein, es ist mein neues. Ja, aber es ist die 24. Ja, mein neues Zimmer. Und ein anderes Zimmer ist nicht frei. Ja, aber das ist doch auch nicht nötig. Es ist doch das Doppelzimmer, unser Doppelzimmer. Und Sie werden doch nicht ein Doppelzimmer als Einzelzimmer vermieten, wenn Sie es auch als Doppelzimmer vermieten können. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, also, wir haben unsere Maschine verpasst, weil wir etwas vergessen hatten. Und jetzt erhebe ich Anspruch darauf, wieder in mein altes Zimmer zu dürfen, genau wie meine Frau. Was seine Frau aber keinesfalls möchte. So ist es. Danke. Sag mal, willst du mich hier blamieren oder was? Und wir haben wirklich nichts anderes frei, Herr Merz. Ihre Frau, Herr Merz. Wer? Ihre Frau. Wollen Sie gleich hier, ja, oder? Nein, gehen Sie her. Bitte. Hallo. Ja, Marianne. Ja, sicher habe ich mein Flugzeug verpasst. Nein, das weiß ich noch nicht. Ja, was? Wieso denn? Was soll denn los sein? Man kann doch mal sein Flugzeug verpassen. Was? Kommen Sie gleich mit. Nein, ich rufe dich wieder an, ja? Ja, gut.
Ich muss Ihnen noch einiges klären. Ja, tschüss. So, was ihr. Was ist denn los? Ja, lassen Sie mich jetzt in mein altes Zimmer oder nicht? Ja, Herr Merz, Ihr altes Zimmer ist ja vermietet, sozusagen unter veränderten Bedingungen. Persönlicher Art. Vielleicht ist ja im Park Hotel Curl was frei. Ja, wenn Sie wollen, rufe ich Ihnen anderen Hotels an. Ja, nein, ja, nein, noch nicht. Ja. Also, ich gehe jetzt mal was trinken, aber ich sage Ihnen später Bescheid. Ne? Armer Karl. Wieso das denn? So einen Denkzettel hat er längst verdient. Also, ich verstehe das ganze Durcheinander nicht. Heute früh waren die beiden doch wie ein Herz und eine Seele. Naja, und jetzt hat's gekracht. Die Stunde der Wahrheit nennt man das. Warum freust du dich eigentlich so? Das Ganze ist doch eine äußerst peinliche Situation auch für uns. Verkracht haben sie sich doch nur wegen des Schminkkoffers. Ja. Wegen was? Den hat sie hier vergessen. Ah, muss ich aber nicht verstehen, oder? Na. Dieser Merz befürchtete wohl, wir schicken ihn an die Adresse seiner Frau. Das hier ist gar nicht seine Frau. Aber Max, wie kann das seine Frau sein, wenn seine Frau ihn doch eben gerade erst angerufen hat? Papa, ich interessiere mich prinzipiell nicht für das Privatleben unserer Gäste. Ist das Paar von der 24 wieder zurückgekommen? Ja, aber bitte frag mich nicht, wieso. Na, das wollte ich aber eigentlich. Denn er sitzt in der Bar und fängt an, sich sinnlos zu betrinken.